Hallo Matsche, ne? mmh. ich esse gerade oh, griechischen Joghurt mit Himbeerkonfitüre. Mhm. Mmh. Oh. Oh. Wie geht's dir denn herzlich willkommen zur roten Bar, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen mmh, auch an dich Matsche. Hallo. Das, ist das erste Mal, dass du die Begrüßung machst, ne? glaube ich. Ja. Ist auch angemessen. Ich bin hundemüde. Du bist müde? Ich bin hundemüde, ja. Warum? Was hast du, was hast du getrieben? <laughs> Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr alles essen. Ich, kennst du das? Je älter man wird, man kann nicht mehr alles essen. Ja, aber was hat das mit dem, mit dem Müde zu tun? <laughs> ja, das meine ich damit. Also mein Nachbar ist Jäger. Ne? Und äh, der. Meiner auch. Meiner auch. Ach, was? Jeder, jeder Nachbar sollte einen. Jeder, jeder, jeder sollte auch. einen Nachbarjäger haben. Und ähm, der hat ein Wildschwein geschossen. Jetzt war er damit bei Metzger, denn Metzger hat das zerlegt und jetzt hat er komplett hier allen Nachbarn äh, Wildschweinwürstchen verkauft. Ja, uns auch. Oh, okay. Und das habe ich mir eben Wildschweinwürstchen gewählt und dazu Kartoffelpüree gemacht. Oh, oh. Mhm. Noch was Feines, aber ich bin hundemüde davon geworden, von, von dem Essen. Ich bin, wer, kennst du das? Also von Essen wirklich, dass es einfach total schlapp macht. Nicht so mach wie Das ist ja. einfach... Ja, macht mich einfach so total fertig. Tollwut. War vielleicht war die Tollwut unterwegs und es war, das Wildschwein war irgendwie tollwütig. Ja, meinst so. du? War nicht... Deswegen an, bist du so müde jetzt. Tollwütig statt toll. Ja, es kann sein. Ja. Also es ist so wie wenn du so, wenn man früher gesagt hat, dann ist doch ein Schweinbraten, da bist du fit. Ja. ja hast, du, hast, du, hast du Schaumentwicklung um den Mundwinkel? Nee, noch nicht festzustellen. Aber ich werde dich informieren. <laughs> wird dann die Folge heute besonders lustig oder besonders abgedreht? Wie werde ich reagieren, wenn ich Tollwut habe? Kann man das absehen? Man kann sich auch dagegen impfen lassen. Apropos Tollwut, ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, heute ist der siebte. März 2019 und ich bin gestern bereits nach Thailand geflogen, da gibt es ja wirklich gutes Essen. Das macht mich müde. Da muss man sich allerdings normalerweise oder was heißt normalerweise, es gibt Leute, die lassen sich da gegen Tollwut impfen, wenn sie da hinfliegen. Ich weiß gar da muss man vorher mal gucken, was in dem Land gerade so unterwegs ist. Ne? Ja, aber so verschiedene Prophylaxen, die man dann beim, beim Arzt sich geben lassen kann. Mein ich Hausarzt, der macht ja immer Urlaub in Thailand, aber der hat gesagt, äh, Ach komm, lass es bleiben. Muss man nicht unbedingt. Also, sobald du dich nicht davon irgendwie mit Affen kuschelst, brauchst du dich auch nicht mit Tollwut impfen lassen. Also, Thailand und Tollwut ist jetzt kein Muss, außer man reist lange übers Land und hat viel mit Affen zu tun und macht da sonst was mit Affen. Aber er hat, ja hat ja auch mit der Malaria-Prophylaxe, gibt es ja auch zwei Meinungen drüber. Die einen sagen, vorher unbedingt impfen lassen. Und die anderen, so, warte mal, ich kratze das noch aus. Wenn man betroffen und anderen, ist, Malerone, ne? Und, und die anderen sagen, äh, nee, bringt gar nichts. Erst nehmen, wenn man es hat vor Ort und dann ganz massiv nehmen, diese Sachen. Ach was. Ich bin mir da auch nicht schlüssig, auf welches Pferd ich da setzen würde. Ich ich keine hab, Ahnung. Also in den Gebieten, wenn ich irgendwo, ich glaube, was war denn nach Tansania, kann das sein? Mhm. Oder Kuba? Nee, oh. Kuba nicht. Nee, 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 Kuba ah, nicht. Äh, Tansania nee. wird es gewesen sein. Äh, ja, da habe ich tatsächlich äh, auch vorher welches genommen, ja. Mhm. Also ich habe es damals nicht genommen, als ich in Afrika unterwegs war, weil die gesagt haben, ja, es ist erstens nicht so die Hardcore-Jahreszeit, dass die Mücken jetzt so stark unterwegs sind. Diese hier CC-Fliegen oder keine Ahnung, Malaria-Fliegen, die das übertragen. Und ja. ähm, wahrscheinlich ist es so, wenn man sich gut schützt, äh, dann ist das Prophylaxe genug oder ist die beste Prophylaxe. Und da gab es dann aber skurrile Szenen, dass unsere Reisegruppe, mit der wir unterwegs waren, die einen waren komplett halt eingemummelt. Ne? Also lange. Mhm. Leinen, Pullover und Hosen. Und andere sind aber im Pool schwimmen gewesen. Also es war total unterschiedlich. Und einer war dabei, der ist die ganze Reise, der hat anscheinend wirklich Paras davor gehabt. Und ist da rumgelaufen wie ein Imker. Mit Handschuhen. Mit äh, Netz vorm Gesicht, mit komplett. Und der, der saß dann neben dem Pool, wo die anderen praktisch nackt gelegen haben und aus dem Pool gekrochen sind und sich auf die Sonnenliege gelegt haben. Saß er dort mit seinem Imkor-Kostüm. Burka. Und hat sich da da frage ich mich aber, ja, dann, dann muss ich vielleicht auch nicht nach Afrika fliegen. Da habe ich jetzt auch nicht so den Spaß dran, wenn ich da wie so ein menschlicher Kokon am am Schwimmbadrand so liegen. So ein ganz Wie ein Im Ja, genau. Wie ja. Imker finde ich witzig. Ja. Und das sah total komisch aus. Also ich glaube auch die, die Einheimischen, die da gearbeitet haben, die haben gedacht, was ist denn mit dem los? Das sah aus wie so ein, äh, wie so ein Shooter, wie so, wie so einer, der in eine Schule rennt und dort ein Massaker irgendwie verüben will, weißt du? Komplett zugetextet, <laughs> komplett zugegehangen mit allen möglichen Dingen. Wahnsinn. Naja, Nee, also ich habe auch keine einzige Mücke da gesehen. Also vielleicht habe ich auch ein Glück gehabt, aber mich hat gar nichts gestochen, überhaupt nichts. Ja, ich bin normalerweise jemand, der immer gestochen wird, muss ich dazu sagen. Wenn du irgendwo nochmal hinfliegen solltest, wo Malariagebiet ist und du möchtest prophylaktisch arbeiten, dann nimm mich mit. Ich bin die beste Prophylaxe für dich. Weil ja. Dann werde ich gestochen, auf jeden Fall vor dir. Ich werde, werde mich gut informieren auf jeden Fall. Ja, Das ist auf jeden Fall Malerone, das Zeug, was man da einnimmt. Das sind ja diese Tabletten. Hab ich auch nicht noch zu hier. verwechseln mit Toblerone, das ist wieder was anderes. Das ist keine wirkliche Prophylaxe. Könnte man, man auch vielleicht mal. mal ausprobieren. Naja, ja. das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Auf jeden Fall, äh, ich werde mal gut überlegen, was ich esse. Davon werde ich auf jeden Fall müde. Aber das hast du noch nicht festgestellt, dass du von gewissem Essen müde wirst. Oh. Ich habe so eine Grundmüdigkeit, ich weiß aber nicht, ob es am Essen liegt tatsächlich. Du bist ja sowieso der Mann mit dem ganz komischen Rhythmus, ne? Also bei dir ist das so, das ist ja, ich finde das ja wirklich beachtlich. Wir reden ja so häufig darüber. Inzwischen ist es so, wenn du sonntags morgens irgendwie um, um fünf ins Bett gehst, da wache ich schon auf. Also wir können uns die Klinke in die Hand geben. Ich kann dich ja, anrufen und schön. dir gute Nacht sagen, wenn ich aufstehe, zum Beispiel jetzt am, am Wochenende, am, am, am Sonntag, da war ich um fünf Uhr wach und bin um sechs Uhr so ein bisschen rumgecruised und habe mir den Sonnenaufgang angeguckt. Ja, aber warum macht man denn sowas? Warum ich macht weiß, man denn ich nur fünf oder sechs sechs? ist das noch so diese Altlast von dem Morning, Morning Show-Moderatorenjob? Nee, ich habe das Gefühl, nee. das ist so eine, so eine Alterssenilität, aber so, so eine senile, senile, Bettflucht. senile Bettflucht. Ja, aber ich, das, du bist ja älter als ich, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das... Ich habe jetzt mit öfter, mit, schon mit einigen Leuten gesprochen, mit Judith, Mr. President, mit die wir auch mal hier in der Show hatten. Auch die wacht sehr, sehr früh auf. Mein Nachbar, der mit der Wildwurst, mit dem habe ich mich die Tage unterhalten. Der Wildwurstjäger, der, gut, der, der muss ja auch früh, früh jagen, ne? Der muss ja auch früh ja, raus. Ja, ja. Absolut. Wenn der im Wildstand da irgendwo mit der Flinte sitzt. Auch der wacht immer früh auf. Kann auch nicht lang schlafen. Vielleicht ist das, vielleicht ist da jeder Mensch einfach anders. Das kann ja sein. Aber ich bin auf jeden ja. Fall ein, ein, ein Frühaufsteher geworden. Jetzt könnte ich schon machen. Früher hatte ich da überhaupt gar keinen Bock drauf, eigentlich zum Frühaufstehen. Also für mich wäre es eigentlich perfekt, weil ich könnte danach schlafen gehen. Ja, du würdest also ganz, ganz anders. <laughs> weißt ja, du? Das, das wäre wirklich eine bananige Zeit bei dir. Wenn du der Morningshow-Moderator wärst, der quasi so, so zum, zum Ins Bett gehen noch eine Morningshow moderieren würde. <laughs> zum Feierabend nochmal hier eine Morningshow. Zum, zum Feierabend sozusagen. Was ich herausgefunden habe, was sehr angenehm ist, ich habe mir im. Im Herbst habe ich mir auf dem Markt äh, hab ich so, hab ich so einen Lavendelstand äh, entdeckt äh, und habe Lavendelblüten gekauft, so ein ganzes Säckchen und habe mir die äh, so, so riesen Säckchen wirklich, also ja, so, ein, so ein halbes Kopfkissen kann man fast sagen, äh, als Kopfkissen fürs Bett gekauft. Und das habe ich immer neben dem Kopfkissen noch zusätzlich liegen, das duftet immer. Hm, mmh, schön nach Lavendel. Außerdem... Ja, wirklich sehr sehr gut. Außerdem und das ist noch viel besser, wenn ihr Einschlafprobleme habt, kann ich eine Sache wirklich sehr empfehlen. Nicht nur nicht nur eine Wildwurst, sondern was auch sehr gut ist, ist Lavendeltee. Also wenn man so einen Lavendeltee macht, den kann man auch hinter den Kühlschrank stellen und dann einfach tagelang also im Kühlschrank lassen und dann so eine Lavendel Lavendellimonade trinken. Das ist geil. So ein Glas Lavendellimonade, ich sag dir. Das ist wie Hammer auf dem Kopf. Das ist wie Wig Medi -Night. Bums bist du ist eingeschlafen. Das so? Ja. ja das ist, ich weiß nicht, wie das kommt, aber das macht dich so müde. Okay. Das ist erstaunlich. Aber kannst du nochmal Lavendel-Limonade sagen? Dreimal hintereinander. Lavendel-Limonade, Lavendel-Limonade, lavendel Sehr gut. Ich bin <lacht> begeistert. <lacht> das ja. nee, nee, also das äh, lavendel ja, das kenne ich noch von früher. Ich glaube, meine Mutter, die hat so ein Kistchen gehabt, so ein lavendel Kissen so ein kleines, so Faust groß und das, das, ähm, das soll ja auch gegen alles Mögliche helfen, wahrscheinlich vom Spreizfuß über Kopfschmerzen bis hin zu Magen-Darm oder sowas. Ja. Das kann durchaus sein. Also es gibt ja durchaus einige, die äh, uns hören, um gut einschlafen zu können. Ähm, die hören Podcasts. Ja. Entschuldigung, meine Tante, meine Tante hat mir nämlich geschrieben. Die, hat, die ist gerade auf, auf Mallorca auf ihrer Finca und äh, hat gemeint: Ach, guck mal, ich habe gerade euren Podcast zum Einschlafen gehört. Funktioniert hervorragend. Ja, das. Ich weiß das, nicht, ich weiß nicht, ob es ein Lob war oder. <laughs> ich weiß es nicht. Aber ja, das ist tatsächlich so. Ja, man zum Einschlafen. Das ist ja auch schön. Also wenn man sich in die, in die Kissen kuschelt, unter die Kuscheldecke und. Äh, dann jemand einen anknipst zum, zum Hören und dann sind wir dabei. Das ist doch schön. Also ich glaube, so intim wie wir ja. bei manchen Leuten mit dabei sind, was ich nicht ganz verstehe. Es gibt ja so eine, so eine, so eine Vor, so eine Schnellfunktion jetzt bei, bei Spotify zum Beispiel. Ich kann es mal zeigen, ich mache mal unsere, äh, eine unserer letzten Folgen an Praxis Dr. Podcast hier. Ich konnte trinken den Abend. So, Achtung, jetzt ich mache ich mal hier. Eine abgeben? Ja, dieses Thema. Ja, tatsächlich, ja. 1,2fach. 1,5. Und, hat äh, gesagt, sagt, untersuch dich doch mal. Hm. Zweifach? Und, äh, und dann muss ich äh, zum, zum Arzt und dann hab ich äh, gesagt, ja, bei Jux. Drei. Und äh, vielleicht das Molex war nichts, aber es ist immer so, die, ja, wie gesagt, das mehr abmelden. Ja, aber warum macht man das? Hier, ja, das Thema Abmelken und Spermaprobe aus Praxis Dr. Podcast. Keine äh, Ahnung. Warum macht man das? Warum lässt man es irgendwie auf dreifacher Geschwindigkeit? Ich finde ja, so Podcast ist immer auch immer so ein Gesamtgefühl. Also ich mag mich so ein bisschen in die, in die Podcast-Kissen fallen lassen. Es geht mir nicht so sehr um den Inhalt, aber so ein bisschen auch um das Gefühl. Weißt hm. mhm, du? Absolut. Deswegen, also ich, ich höre das wahnsinnig gerne auch so Kommt drauf an, welcher Podcast, manche eignen sich dafür so ein bisschen nebenbei, bei manchen muss man ein bisschen konzentrierter zuhören. Ich habe jetzt für mich den ähm, Wie heißt der denn? Zeitcrime irgendwie oder Verbrechen. Zeitverbrechen, glaube ich, heißt der Podcast. Äh, wo so deutsche Verbrechen gezeigt werden. Das ist super, ich gehe damit einkaufen auf den Ohren, irgendwie stehe am, am, äh, am, am pff, an der kalten Theke sozusagen und an der warmen Theke ja, musst, hinterher. Äh, oh, warte mal, jetzt ist bei mir losgegangen. Und äh, dann, dann habe ich das auf dem Ohr. Ich finde das großartig, das so nebenbei zu hören. Also, da bräuchte ich jetzt aber auch keine Vorspulfunktion. Ja, also, wenn es, ja, wenn es wirklich hart um den Inhalt geht, wie, wie True Crime Verbrechen von nebenan zum Beispiel, dieser True ja. Crime Podcast, äh, wo so Geschichten erzählen, kann ich dir auch nur sehr empfehlen, wenn du auf True Crime stehst. Ja, werde ich mir anhören. Ähm, oder oder äh, die Laufmasche von einer Freundin, die Leute beim Laufen interviewt, der Hundetalk. Du bist, bist so ein bisschen Hundefreak äh, eigentlich? Äh, nicht Hundefreak, also ich mag Hunde definitiv mehr als Katzen. Also, wenn ich ein Tier hätte, wäre es wahrscheinlich ein Hund. Äh, aber ist hier in der Stadt, glaube ich, nicht so ideal. Deswegen, nee. Aber äh, geil, ja. Also wenn dann Hund. Oder, oder den Reise-Podcast hm. zum Beispiel. Hm. Ähm, da können wir mal zum Beispiel den Reise-Podcast. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Hier, warte mal hier, wo haben wir denn hier zum Beispiel? Was, wo reisen die denn? Urlaub mit Urlaub mit Hund, ist die letzte Folge zum Beispiel. Hm. Oh, ist auch schnell abgeschwindet. Machen wir mal langsamer. am Haus am See in Mecklenburg-Vorpommern. Wir stellen uns das gerade mal vor. Du, Freund, Das ist ja auch schön, irgendwie so in Gedanken so ein bisschen verreisen zu können, oder? Ja, absolut. Das mag absolut. ich ja auch. Einfach so ein bisschen abschalten, ein bisschen zurücklehnen, äh, insbesondere in Situationen, äh, wenn, du, wenn du mal kein Auge frei hast, zum Beispiel im Auto. Ich höre ja sehr gerne, wenn ich länger im Auto unterwegs bin, dann mache ich das an, worauf ich Bock habe und ziehe mir dann so einen Podcast rein. Das ist so hm. auch so meine Podcast-Zeit. Und du läufst aber auch gerne und hörst dann. Ne? Ja, äh, ich bin ja nicht nur lange wach, sondern ich laufe auch meistens dann im Dunkeln und gehe dann joggen oder oftmals. Und da höre ich auch mal Podcast. Also Musik und sowas, pff, selten muss ich sagen. Ich höre nicht viel Musik. Also das ist dann auch sehr ausgewählt eher. Hm. Dann tatsächlich lieber ein Podcast aufs Ohr. Das weiß nicht warum. Äh, ist mir irgendwie gerade näher und lieber. Das kann man gut so weghören. Manches ist ja auch wahnsinnig informativ. Da kann man noch ein bisschen was lernen. Aber manchmal kann man auch einfach nur ein bisschen abschalten oder sich kaputt lachen. Es gibt ja mittlerweile so einen großen Fächer an Möglichkeiten von Podcasts. Da ist ja wirklich für jeden irgendwas dabei. Ich finde es sehr interessant. Wir haben ja bei uns auf unserem Instagram-Channel Bar Podcast mal eine Abstimmung gemacht zum Wochenende. Äh, Radio oder Podcast. Der Podcast hat mit 83% gewonnen bei der Frage: Was hörst du? Ähm, hörst du überhaupt noch Radio oder ist bei dir Radio komplett irgendwie ausgestorben? Ich höre, ja doch, in der Küche habe ich ein Radio. Das mache ich dann manchmal an, dann aber auch eher so HR-Info oder sowas. Also, wo mehr gesprochen wird, wo ein hoher Sprachanteil ist und wenig Musik. Also die klassischen Sender, wo ein Song nach dem anderen läuft, höre ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil es mich auch nervt. Ein, ein Song nach dem anderen, äh, ab und zu mal eine Verkehrswarnung zwischendrin und dann wieder die gleichen zehn Lieder. Nee, brauche ich gar nicht. Brauche ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie komplett irgendwie auch an mir. Ist, ich bin dem komplett entwachsen oder so. Ich, wenn, das, wenn das der richtige Begriff dafür ist. Obwohl es ja. wirklich mich jahrelang leidenschaftlich begleitet hat, Radio. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Herz hat dafür geschlagen. Und ich glaube auch, Radio könnte immer noch genau, ja, könnte, könnte sich auch weiterentwickeln. Aber irgendwie, ähm, ist es so ein bisschen auf der auf der Stelle stehen geblieben, weil dieser Verbreitungsweg natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten hat, dieser lineare Verbreitungsweg. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Das ist auch wie beim Fernsehen. Du hast einfach einen Kanal, der der große Kompromiss und dieser große Kompromiss sieht noch mal so aus: äh, Musik, die KMW tut und zwischendurch gelabere, was KMW tut und äh, ja. ein Moderator, der am besten auch KMW tut. Es ist halt irgendwo, es, es eckt nicht an, es geht so durch und äh, jeder kennt diese Frage. Ja, hören Sie mal, alle zwei Stunden die gleiche Musik, nervt Sie das nicht? Ach, wissen Sie was, ich höre das gar nicht mehr. Man, <laughs> ist eigentlich, es eckt nicht mehr an, es ist so ein bisschen, aber, es, es flutscht so durch. Aber genau das ist, glaube ich, das Problem, dass es nicht mehr aneckt und dass es keine Leute und Personen mehr gibt. Weil eigentlich schallest du ja wegen den Leuten ein. Jetzt geht zum Beispiel Bill Ramsey, kennst du noch Bill Ramsey? ja. Ja, amerikanische Jazz und Schlagersänger und so, hier so ohne Grimmiggy, die mini ins Bett und so. Und der hat eine Radioshow gehabt, noch auf HR2, glaube ich. 30 Jahre lang, so eine Jazzshow. Und da geht es halt wirklich darum, da hat er dir noch Platten vorgestellt. Da hat er noch, da konntest du irgendwie denken, ah geil, das, das habe ich noch nie gehört, das höre ich mir mal an oder das äh, kaufe ich mir irgendwo oder so. Wer geht denn heute noch irgendwo hin und kauft sich eine Platte, weil er die irgendwo im Radio gehört hat, weil er die empfohlen bekommen hat? Es läuft doch eh das, was jeder kennt im Radio, in der Rotation. Also es ist ja auch nichts mehr, dass du an die Hand genommen wirst, dass du einen imaginären Freund praktisch in der Sendung sitzen hast, der für dich die neuesten Trends und neuesten Songs irgendwie raushört und dir das vorstellt. Da setzen die Leute, äh, da setzen die Radiostationen gar nicht mehr drauf, was genau der falsche Ansatz ist, finde ich, weil genau das müsste eigentlich Radio leisten. Weil, wie gesagt, wenn du dir nur Musik anhören willst, da kannst du jede Playlist abfeuern, die viel genauer und viel exakter auf deine Wünsche abgestimmt, als jeder Radiosender, das jemals schaffen kann. Aber was und was ist, macht der Radiosender? Nee, er setzt genau auf das Prontkonzept. Aber was, ich, was, was ist die Lösung? Also ich sag mal, jetzt irgendwie so altromantisch zu werden und sagen, Bill Ramsey hat alles viel besser gemacht vor 50 Jahren, als es <laughs> noch nicht 555.000 äh, unterschiedliche Kanäle gegeben hat, ist ja nun auch Cocoloris. Nein, aber äh, das, das ist das Problem, dass es kein Bill Ramsey-Neuel mehr gibt dass solche Leute in den Radiostationen ja gar nicht mehr eine Chance bekommen, eine Plattform bekommen. Es, es gibt keine neuen, nehmen irgendwelche jungen modernen Leute, wo die Leute das einschalten, weil sie diese Sendung und diesen Menschen hören wollen. Da gibt es kaum junge Leute, die das heute noch leisten. Das gibt es nicht. Das, das Letzte, was mir einfällt, ist so was in die Richtung geht, ist äh, äh, Domian so eine Geschichte gewesen, die es dann sogar ins Fernsehen geschafft hat. Das war noch so eine so eine Sendung, wo ein Format geschaffen wurde, wo es um die Personen ging, um die Themen ging, wo man zugehört hat, weil einem das interessiert hat, und wo kaum Musik stattgefunden hat. Und ich glaube, da ist dem Radio nicht mehr zu helfen. Also ich glaube ähm der Strick ist schon um den Hals und der wird sich auch nicht mehr abstreifen lassen. Also wir reden hier von dem linearen Übertragungsweg UKW vielleicht auch noch so ein bisschen digital ähm, Aber ist es vielleicht auch von uns so ein bisschen sind wir da auch einfach eine andere Generation hört die junge Generation vielleicht auch einfach nur noch, Sie hören Radio, aber vielleicht auch nur noch gezwungenermaßen im Autoradio, weil Mama halt eingeschaltet hat. Selbstbewusst oder selbstinitiativ Radio einschalten ist bei Leuten unter 18, um die 20 gar nicht mehr irgendwie auf der Agenda. Kann das sein? Null. 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 Also Radio ist ja schon sehr, sehr weit in die Truhe gegriffen. Das geht ja. Fernsehen genau das Gleiche. Naja. Also viele, die ich kenne, die haben überhaupt keinen Fernsehen mehr. Mein Patenkind hat überhaupt keinen Fernseher mehr. Die lacht mich aus, wenn ich sage, komm, wir gucken mal Fernsehen. Die klappt ihren Laptop auf und streamt irgendwas. Das ist, das wird nicht stattfinden mehr. Das wird nicht stattfinden. Das schafft sich ab. So. Das vielleicht wird es wird, wird Überbleibsel geben, ähnlich wie, bei, wie das bei den, bei den Großkinos ist oder auch bei den äh, äh, großen Einkaufszentren, die, die irgendwo auf dem Land stehen. Die, die werden alle mehr oder weniger sich überleben. Und werden verschwinden. Es wird ein, zwei geben, die, die werden bleiben, wie das immer so ist. Aber es wird verschwinden, weil es einfach nicht mehr äh, am Puls der Zeit ist. Genauso wie Videotheken verschwunden sind. Das, ist, das sind ganz normale Dinge, die ja. ihren Lauf nehmen. Manche werden ein bisschen länger am. Am, äh, an der Beatmungsmaschine gelassen wie das Fernsehen, weil eben da öffentliche Gelder immer noch eingetrieben werden. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es eh schon, glaube ich, seit langer Zeit vorbei. Also die Vielfalt verschwindet und äh, das wird natürlich nicht nur im Radio- und Fernsehbereich so sein, sondern auch im Zeitungsbereich. Da ist es ja schon ganz massiv so, dass Titel zusammengelegt werden. Titel existieren noch. Aber auch nur, weil sie künstlich am Leben gehalten werden, weil sie äh, zusammengelegt werden. Äh, eigentlich gibt es schon diverse Titel, die die, äh, die den gleichen Inhalt haben. Ähm, aber immer mehr Titel sterben. Ähm, wie, wie siehst du das? Meinst du, dass die Zeitung auf Papier hat überhaupt noch eine Zukunft? Wie siehst du das als Schreiber, ja. als Autor? Ja. ja, das wird sich auch total verändern. Was heißt, wird sich, das verändert sich doch schon jeden Tag. Ist doch schon so. Also die äh, die ähm, E-Reader und sowas nimmt immer mehr zu. In Deutschland sind wir noch sehr, sehr äh, traditionell, aber wenn du jetzt mal über den Tellerrand hinausschaust, nach Asien, nach Amerika. Ich war ja auf amerikanischen Kreuzfahrtschiffen auch viel unterwegs. Da ist das überhaupt keine Frage mehr. Also da würde ich sagen, 80 Prozent ist da als E-Reader und nicht mehr als haptisches Buch irgendwie bei den Leuten in den Händen. Das, 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 das ist schon eigentlich verschwunden. Dramatisch. Arkt, ich meine, gerade in den USA gibt es äh, journalistische Wüsten, ne? also ja. die, die, die keine, ja. keine lokalen Tageszeitungen mehr haben. Ja, es hat, ja, es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass dass ähm, die Möglichkeit besteht, sich zu informieren über klassische Wege hinaus oder auch in Ländern, in denen zum Beispiel die freie Presse nicht existiert, ist das Internet eine der wenigen Möglichkeiten, sich überhaupt zu informieren, was abgeht. Auf der anderen Seite besteht natürlich immer die Gefahr, dass durch solche Medien auch natürlich Fake News und sowas schnell vertrieben werden können. Also den Spagat hat man früher aber auch schon äh, gehen müssen. Also ob du jetzt den Stürmer gelesen hast in Deutschland, da bist du genauso falsch informiert worden oder so. Ne? Das war immer schon Propagandamittel. Das ist einfach so. Also, naja, da muss man schon das normale, den normalen Menschenverstand mal ja. einschalten. Es wird auch überleben. Gewisse Medien werden immer, allein aus charmanten Gründen, wie gesagt, die kleinen Kinos haben gerade wieder so eine Renaissance, finde ich, dass die Leute wieder in diesen kleinen Kinos ihre Filme sehen wollen. Nicht die Blockbuster, aber zumindest die normalen Filme dort gerne schauen wollen. Deswegen wird immer irgendwas auch überleben. Aber dieser große Run. Der ist vorbei. Aber ich, also hast du keine Angst davor? Also, ich glaube, wir sehen es ja auch selber irgendwie im weiteren Bekanntenkreis, dass Leute einfach mal diese, diese, äh, dieses Informationsgewicht äh, sogar gleichstellen und die äh, solchen Fake News einfach mal auf den Leim gehen und die sagen: Ja, das habe ich hier ja im, im in Social Media, habe ich das gesehen, bei YouTube habe ich hier äh, mich informiert und so und äh, habe ich Berichte gesehen. Und die, die, für die ist das quasi, kommt mhm. das aus dem gleichen Kanal. Und das sind äh, für die auch Journalisten, die Dinge recherchiert haben. Ja, und, das stimmt. Aber äh, es gab ja auch schon immer, wie gesagt, Magazine und Tageszeitungen, die auch von Leuten geführt wurden, die eher fraglich waren, die genauso Fake News verbreitet haben. Also, das gibt es immer. Das wird es auch weiterhin geben. Das Medium wird sich ein bisschen verändern. Das Grundproblem wird aber bleiben. Natürlich, dass, dass sobald du ein Medium. Äh, aufsaugst, musst du eigentlich im gleichen Maße schon wieder überlegen, okay, äh, wo ist meine Zweitquelle oder sowas, kann ich das bestätigen irgendwo, stimmt das, stimmt das nicht. <laughs> ja, aber macht Heute doch nicht ist jeder. natürlich noch schwerer das Ganze zu unterscheiden als früher. Dass jeder Depp überlegt, äh, äh, so, ich hole mir mal drei Quellen und gucke, kann ich da, das ist das alles, Mensch. das macht doch kein, macht kein Mensch. Also machen die wenigsten, ja, das dass ist. sie sagen, irgendwie kann ich das, was ich da gerade bei YouTube irgendwie gehört habe von irgendeinem Depp, von anonymus.ru <laughs> kann ich das glauben oder ist das soll ich da besser noch mal nachrecherchieren, ne, wo ja, auf die, der Spiegelseite Ja, du kriegst du die, hast du absolut recht, aber die kriegst du auch nicht so eingefangen. Also, wenn du jetzt irgendwelche Holocaust Leugner nimmst, da gibt es genug Medien, die darüber berichtet und berichtet haben und berichten werden und Quellen, die es gibt, die das halt bestätigen und einfach auch, dass da keine zwei Meinungen geben sollte. Aber es gibt immer noch Leute, die das leugnen und die das immer leugnen werden, egal welche, wie viele Quellen es gibt, die das Gegenteil behaupten. Ich finde es tragisch, dass insbesondere im, im Podcast-Bereich sehr viele selbst noch nicht eingeschaltet haben also es gibt große verleger die inzwischen dabei sind wie die zeit oder der spiegel aber etliche insbesondere radiosender also die die eigentlich aus dem, aus dem bereich des gesprochenen kommen aus dem bereich des wortes die sind sehr viel sind noch nicht vertreten vor allen dingen nicht mit eigenen wortprodukten und äh, ich sag mal, die beteiligen, beteiligen sich nicht so am Agenda-Setting. Die beteiligen sich, beteiligen sich nicht daran, mit ihrer Meinung vertreten zu sein. Und äh, hinter jedem Radiosender stecken ja nun mal auch gesellschaftliche Gruppen, wie, was weiß ich, äh, politische Gruppen, äh, Städte, Kreisen, Gewerkschaften. Äh, mhm. Ja, also gesellschaftliche Gruppen, die hinter irgendwelchen Radiosendern stecken. Und ähm, Unternehmer natürlich auch, ja selbstverständlich, äh, die äh, hinter irgendwelchen Ver Verlegern äh, äh, stecken, aber die äh, halten sich zurück mit Produkten im Podcast-Bereich äh, und probieren da semi-professionell semi teilweise irgendwelche Dinge aus. Also es gibt mhm. äh, natürlich hier und da erste Anfänge und erste, äh, ja. Äh, Probierer, Leute, die, sagen wir mal, als Pioniere Dinge ausprobieren. Aber ich sag mal so, in der großen Masse findet das kaum statt. Da überlässt man den Podcast-Markt eigentlich den Amateuren. Und ja. das finde ich auch sehr, eine sehr fragwürdige Entwicklung. Ja, ein anarchistischer Raum, was, was ja auch wiederum Absolut. einen Charme hat, muss man sagen. Also, ich finde es ja eine, einigermaßen. Löblich, dass so viele junge Leute sich um Podcasts bemühen und jetzt selber produzieren, Sachen rausbringen. Also beschäftigen sich mit so einem Thema, anstatt irgendwie andere Scheiße zu bauen. Finde ich ja geil, dass sie sich irgendwie eine, eine Sparte raussuchen, die ja. sie interessiert. Scheißegal, was das ist, um darüber zu reden oder keine Ahnung, Musik zu verbreiten, was auch immer. Egal. Finde ich per se eigentlich schon mal eine, eine geile Möglichkeit, weil mein, es ist heute relativ einfach, einen Podcast zu produzieren, technisch. Es ist jetzt nicht mehr der Riesenaufwand, wie das früher war, eine Radiosendung oder sowas zu äh, produzieren. Aber damit kommt natürlich im gleichen Maße, natürlich im gleichen äh, Päckchen mitgeliefert auch die Problematik. Genau das: jeder kann seine Scheiße verbreiten. Und dann okay. äh, liegt es an einem selbst wieder da den Filter einzuschalten und zu sagen: okay das ja, das nein, das ja, das nein. und diese Masse ist glaube ich der Unterschied zu früher. Früher gab es eben fünf, sechs Tageszeitungen, auf die du Zugriff hattest. Das war's. Und heute kannst du dir mit einem Mausklick kannst du dir hunderte und tausende von Medien dir drauf schaffen. aber das kann man ja gar nicht schaffen zeitlich, geht nicht. Ja, ja, aber die Masse also. Die Masse ist einfach so erschlagend, das Richtige für sich rauszufiltern dass da viele kapitulieren, glaube ich. Ja, normalerweise müsste es so sein, dass die großen Verleger da auf jeden Fall mitspielen und nicht nur inhaltlich ähm, Maßstäbe setzen, sondern auch technisch Maßstäbe setzen, qualitativ Maßstäbe setzen, damit man äh, zu denen aufschaut. Aber im Moment mhm. sind die, zu denen man aufschaut, eher, ähm, ja, das sind die Spotifys, das sind die Audibles äh, zum Beispiel mit ihren Originalformaten. Das sind eigentlich eher die, ja. die vielleicht Maßstäbe setzen. Das stimmt, wobei ich habe, was, was ich spannend finde, wollte ich dir auch noch erzählen, ähm, was in das Thema so ein bisschen reinspielt. Ich habe auf einer Party noch jemanden kennengelernt, der hat früher eine Videothek gehabt. Und da habe ich gefragt, was machst du jetzt? Da hat er meinte, ja eigentlich das gleiche und doch ganz anders. Er macht jetzt einen Videothekenservice. service Das heißt, er liefert aus. Du kannst bei ihm bestellen, die Filme, und er wirft sie dir in Postkasten ein und bringt die vorbei. Ach was. Und wo ich sagte, ja, und, also, also, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber das, das, da, da gibt es noch Interessenten heute, das funktioniert. Und dann sagt er ja, weil genau das nämlich über Netflix viele schon wieder überfordert sind von der Masse der Auswahl. Und da erstmal eine halbe Stunde brauchen, um sich da durchzublättern durch die einzelnen Kategorien, um irgendwas zu finden, was sie interessiert. Und ähm, das ist bei ihm halt relativ einfach. Also, man kann ihn auch äh, fragen, welchen Film und so weiter. Dann empfiehlt er dir zwei, drei Sachen und die bringt er dir vorbei. A als und was denn? Die, die, bitte? Als was? Wie als was? Ja, als, als DVD. DVD als glaube. DVD, okay. Hat ja auch nicht mehr ja. jeder. Nee, aber äh, immer noch anscheinend genug Leute. Es ist jetzt auch keine Großstadt, sondern eher so mittelstädtisch. Ähm, ja, und es sind anscheinend viele. Nicht nur ältere, sondern auch junge Familien. Die so einen DVD-Abend gerne machen möchten. Und die werfen dann die DVD wieder in. Da gibt's, gibt, glaube ich, so einen zentralen, ich nenne es mal jetzt Postkorp, oder Amt irgendwo, ist der aufgestellt und dann wirft man die wieder ein. Und dann sammelt er die wieder ein. <laughs> also, dass es, dass es das noch gibt. Ne? Ja, ist schön romantisch. Natürlich wird sich das auch irgendwann überholen, aber vielleicht ja, auch aktuell, auch. da der ja offensichtlich ein bisschen provinziell, provinziell äh, lebt, vielleicht haben die auch nicht so eine schnelle Internetanbindung. Und wenn da Netflix immer hakt und dann bitte. Das so auch kann sagen. auch sein, kann auch sein, dass das ein Grund ist. Ich finde es halt irgendwie doch interessant, dass es so charmante Sachen noch gibt. Und dieser Charme, äh, das überlagert dann doch vieles andere. Trotzdem ja. ist es ja ein Aufwand, da die anzurufen, dann kriegst du den Film, dann musst du den Film wieder wegbringen. Ähm, ja. Aber es irgendwie so, so kleine Inselchen bleiben dann doch. Das, das glaube ich auch, dass die Leute so eine gewisse ja, emotionale Bindungen an solche Dinge da eher haben, natürlich als an Netflix. Aber äh, im großen Mainstream gebe ich absolut recht, ob das Audible ist oder äh, Netflix, whatever. Die werden natürlich mit vollen Segeln an allen vorbeifliegen. Das ist so. Was mich interessiert, äh, du als Autor, ähm meine ich ja trotzdem so ein bisschen Tonträger oder auch Buch verliebt, oder könntest du dir vorstellen, dass deine Bücher nicht mehr als Buch verkauft werden, sondern nur noch als Digitalprodukt? Wie ist das jetzt mal erstmal auf Bücher bezogen? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so kommen wird. Durchaus. Also, mhm. ich habe ja jetzt schon, das hatten wir schon drüber gesprochen, ich habe ja jetzt einen, einen neuen Deal mit, mit Amazon gemacht. Das nächste Buch wird über Amazon veröffentlicht. Das ist ja auch schon ein großer Schritt. Und dort ist es genau umgedreht. Die Zahlen wie bei klassischen Verlagen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Das heißt normalerweise sagen wir mal 70 Prozent haptisches Buch, 30 Prozent E-Book. Und bei Amazon ist es so 70 Prozent ungefähr E-Book, 30 Prozent haptisches Buch. Also mhm. genau umgedreht. Das zeigt ja schon eine deutliche Tendenz. Und bei gewissen ähm, Themenfeldern, glaube ich, ist es noch leichter, weil deine Leserschaft vielleicht jünger ist. Das ist bei Comedy eher so als bei Krimis. Da herrscht nicht so eine große, ja, so eine große, Verbundenheit dem Alten gegenüber, dem Buch gegenüber. Ich finde es schade. Ich glaube trotzdem, es wird auch ein Stück weit überleben, weil es immer was, was Besonderes hat, so ein Buch in der Hand zu haben. Aber diese Leute werden aussterben, Punkt. Das ist einfach warte, so im warte, warte. Sinne des Wortes. Wird es dein nächstes Buch nicht als Papierbuch geben? Doch, sage ich auch. 70-30, 70 Prozent ne? 70 okay. wird die Käuferschaft äh, über E-Books äh, das kaufen, ja. hoffe ich. Und 30 Prozent eben haptisch. Aber ich finde, was ich echt schwierig finde, und äh, da haben wir glaube ich auch hier schon mal drüber geredet, wie sieht's denn mit Verschenken aus? Ich finde es echt ein bisschen ja. unromantisch auch. Ich meine früher man hat Bücher verschenkt oder man verschenkt immer noch Bücher äh, oder auch CDs. Insbesondere im musikalischen Bereich wird's immer schwieriger, etwas zu verschenken. Es hat kaum noch jemand irgendwie CD-Player. Du kannst kaum noch etwas Musik zu verschenken. ist so schwer geworden. Filme zu verschenken ist so schwer geworden. Äh, Bücher geht noch, wird auch irgendwann vielleicht verschwinden. Aber ähm, Musik zu verschenken, das war früher sowas Besonderes. Zu unserer Zeit natürlich noch Mixtapes. Äh, heute CDs. Ja, du kannst noch einen Download-Gutschein oder ich, keine Ahnung, wie kann man sowas verschenken? Das, die komplette Romantik ist futsch. Hast du absolut recht, das ist ein Riesenproblem. Ist übrigens auch ein Riesenproblem, ähm, auch bei mir oder bei Kollegen aus der Musikbranche, bei den Konzerten danach Merchandise. CDs. Ich habe ja auch Live-CDs von meinen Programmen. Das ist ein Problem, weil viele, wie du richtig sagst, keinen CD-Player mehr haben. Die sagen, ja, ich würde es ja gerne hören und so, gibt es das als Download, aber wie willst du denn den Download da verkaufen und wie, wie unromantisch und unsexy ist das denn? Wenn du da, du hast ja auch nichts zum Signieren zum Beispiel, da geht es schon weiter. Ne? Also manche kaufen sich die CD und sagen, naja, ich glaube, im Auto habe ich noch einen CD-Spieler. Aber das ist schon ein Riesenproblem. Und bei äh, Kollegen aus der Musikbranche ist es noch viel größer, das Problem, weil die leben zum ganz großen Teil von dem Verkauf von CDs bei, nach den Auftritten. Aber wenn die Leute keine CDs, äh, keine CD-Player mehr haben, für was sollen sie noch die Dinger sich kaufen? Selbst wenn sie wollten. Also selbst wenn sie sagen, nö, ich würde es mir nicht downloaden, ich würde es ich als CD haben, als Erinnerung an den Abend, können sie aber nicht abfeuern. Ja. Also viel, vieles ändert sich und wir, ja, wir sind gespannt, ob man in ein paar Jahren überhaupt noch Bücher überhaupt verschenken kann, ob Leute, ob es, wenn wir mal alt sind, ob es dann noch Menschen gibt, die, ob es noch. Ob es noch Bibliotheken gibt, ob es noch Büchereien, der Bibliothek wird es noch geben, aber ob Buchläden, ob es noch Buchläden gibt, ja. Gute Frage. Bücherei, Mann, warst du das letzte Mal in der Bücherei? Ach. Um den um Buch auszuleihen. Das nee, ich nee, muss, das ich, ich ist, müsste ich schon mal googeln, wo es das überhaupt gibt. Ja, ja, das ist schon länger her auf jeden Fall. Bücherei ist. Ja. Ja, ja. Äh, alles wird neu und auch die Mobilität wird neu. Bekommt in diesem Jahr auch ein Update in äh, Deutschland. Äh, und zwar die deutschen Taxifahrer könnte man sagen, rüsten auf die App MyTaxi. Kennst du die? Hast du die auch? Nein. Das ist ja für, für viele in Deutschland so ein bisschen wie Uber. Äh, jedenfalls wollen sich die Taxifahrer, ja, naja, so ein bisschen als das verkaufen. Also Taxi, Carsharing, Tixi Tickets für Bus und Bahn, äh, E-Bikes äh, soll es dann demnächst über diese MyTaxi-App geben, äh, quasi gebündelt. Du kannst dann alles darauf ausleihen, was du äh, haben möchtest. Ähm, nicht nur noch ein Taxi bestellen, sondern komplett auch ein E-Bike zum Beispiel. Und da du ah, okay. ja auch ein großer Rollerfahrer bist, ein Rollerfan, mhm. nachts mit dem Roller durch Frankfurt ist so deine, äh, deine Leidenschaft. Ähm, kann, kannst du dir vorstellen, dass das so das Ding wird? Also, sagen wir mal, flexible Mobilität, kein eigenes Gefährt mehr zu haben? Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ähm, ich, also wie gesagt, mein, mein, mein Patenkind ist jetzt so in einem Alter, die jetzt irgendwann auch Führerschein machen wird. Da besteht dieser Trend gar nicht mehr, wie das bei uns war. Weißt du noch, 18 heißt eigenes Auto. Das ist die Freiheit. Das ist das Wichtigste. Führerschein haben, eigenes Auto haben und eine alte Mühle irgendwie und da, das war die ganze Liebe. Das existiert überhaupt nicht mehr. Null. Das gibt es gar nicht mehr. Mofa. Es, 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 <laughs> es ist eher schon ziemlich unsexy, irgendwie so ein Ding zu fahren, was die Luft verpestet. Da muss man sagen, gerade in den Städten, glaube ich, ist es so, dass da Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel sowieso das Mittel der Wahl sind, eigentlich. Und deswegen finde ich so eine App ähm, nicht nur sinnvoll, sondern ich glaube, das wird auch gut angenommen werden. Definitiv. Free Now soll ja. das Ding dann irgendwann in diesem Jahr heißen. Also wird die My Taxi-App umbenannt in Free Now. Und äh, ja, die Freiheit wird es dann sein. Du bist ja noch viel mehr auf dem Land groß geworden. Ähm, mhm. Wir beide hatten mit 18 ein Auto. ist richtig, ne? Du auch. Mhm. Ja. Ja. Aber du ja. hattest, glaube ich, vorher noch eine Mofa, kann das sein? Ich hatte einen Hofer, ich hatte einen Roller und ich hatte eine Geländemaschine. Ja, tatsächlich. Siehst du Das, ja. das hat man in der, in der Rhön bei dir um Fulda herum gebraucht. Bist du dann immer an der Ost-West-Grenze vorbeigefahren entlang ich oder ich was? Ich habe mit, mit dem Gelände mit dem Geländemaschine habe ich da praktisch den Todesstreifen habe ich auf auf links geackert. <laughs> hast du die, die, die Grenze aufgemischt oder, oder was? Ja, genau. Es war eine richtig so, so richtige Geländemaschine mit so Nockenreifen, mit so Fetten. Mhm. Und damit bin ich darum gebrettert. Also laut wie Sau hat jeden genervt. Selbst wenn du draufgesessen hast, hat es sich genervt, aber es war wahnsinnig cool, definitiv. ja. Ja, bei mir war es äh, tatsächlich dann 1998 äh, mein Auto äh, mit dem Autoführerschein. Unsere Führerscheinfotos gibt es natürlich übrigens auch zu sehen auf unserem Instagram-Channel Rote Bar Podcast. Könnt ihr euch mal anschauen. Wir beide damals noch mit Haaren auf dem Kopf, nicht in im, im Kopf wollte ich sagen im Kopf, <laughs> <Im> Kopf drinne <laughs> im Gesicht wollte ich sagen und äh, da gab es auch bei mir eine, eine legendäre Nacht und zwar ja ich damals als ich den Führerschein noch nicht hatte bin ich mit meinem Auto immer vor und zurück auf dem Hof gefahren einmal bin ich mal zu weit zurückgefahren und bin dann da waren meine Eltern gerade im Urlaub dann da habe ich einen, einen Baum mitgenommen der war uns so, kleinen, so eine kleine Tanne und bin über die kleine Tanne so halb aufs Feld bei mir gefahren und dann habe ich nachts meinen Kumpel angerufen und äh, der musste dann dringend vorbeikommen, nachts noch. Er war dann am nächsten Tag mit meinen Eltern aus dem Urlaub zurückgekommen. Nun war es so, okay. dass mein Kumpel, der hatte zwar auch keinen Führerschein, aber der konnte schon Auto fahren, weil der ständig schwarz gefahren ist <laughs> in Bad Oeynhausen. Und dann haben wir nachts äh, haben wir den, den, erstmal den Wagen wieder vom Feld geholt und danach haben wir den Baum wieder eingegraben. Dann hing der aber immer noch. Am nächsten Tag war der wieder schief und dann waren meine Eltern aus dem Urlaub zurück. Dann habe ich mit meinem Vater den Baum richtig eingegraben. Dann fragte der mich so: Beim Eingraben, du, sag mal Matthias, was habt ihr eigentlich nicht mit dem Baum hier gemacht? Und, glaube ich, hat du was gesagt. Ich glaube, ich weiß es nicht. War, halt, glaube ich, habe mich bedeckt gehalten. <laughs> ich weiß nicht, ich bin mit meinem Cousin immer, der war, ist zwei Jahre älter als ich. Und der war damals 16, ich 14, oder man war vielleicht sogar noch, noch jünger, weiß ich gar nicht. Und er konnte auch schon Auto fahren. Und dann haben wir das Auto von meinem Opa geklaut. Mein Opa war auf Kur irgendwo, er war nicht zu Hause. Und äh, da sind wir bei ihm in die Wohnung rein und äh, haben die Autoschlüssel gefunden. Und dann sind wir mit dem Auto durchs, durchs Dorf gefahren. Und äh, sind da rumgegeistert Bitte? Wie die Helden. Wie die Helden haben ein richtig gut gefühlt dabei, bis ah. uns. Der Vater eines Freundes entgegenkam im Auto <laughs> und, und er uns erkannt hat und mit Lichthupe hat er uns, hat er uns <laughs> bemerkt. Und das Schlimme war, er war Richter, der ist auch noch der Richter gewesen. Der Richter. Und wir haben ihm aber ganz lässig so, so Queen, Queen Mom-mäßig zugewunken aus dem Auto. <laughs> Soldatengruß. So, genau. Aber so, er hat, hat uns aber nicht verpfiffen, er hat nur meiner, meiner, meiner Mutter gesagt, ja, äh, hier guck mal bitte, dein, dein Sohn fährt hier mit dem Auto von Großvater, mit dem alten Mercedes hier durchs Dorf. Ne? Ja. Also, ja, du musst den Führerschein nicht mehr machen, sondern nur noch kaufen. <laughs> so ungefähr. <laughs> Ja, das ist aber bei dir wahrscheinlich auf dem Dorf. Da ist man dann auch, das war auch so ein Begriff von Freiheit wahrscheinlich. Ne? Also, wo bist du groß geworden? Direkt in Fulda oder neben Dorf? Neben Fulda, in Künzell. Was in was Künzell, was? ja, da ist man rausgekommen. Was <laughs> war, schon, war schon ein bisschen ein größeres, ein größeres Ding. Mittlerweile sowieso richtig groß, so eine Gemeinde. Aber damals war das noch äh, 70er, 80er, war das noch relativ überschaubar dort alles. Ne? Aber natürlich immer noch. <laughs> Groß genug, als dass man äh, mit dem Auto durch die Straßen fahren konnte. Aber das war definitiv Freiheit, ja, weil man, ja, man musste ja auf die nächste Zeltdisko mit dem Auto hinfahren oder in die Videothek fahren. Also du musstest, das Auto war, war, war ganz wichtig. Auch als Statussymbol äh, für die Mädels und so war das natürlich wichtig, dass du ein Auto hast. Ja, klar, hast du dann ja. als 18-Jähriger, hast du dann die Mädels klar gemacht oder wie? Ja, logisch. Also als Autofahrer, ne, der kommt mit dem Auto vorbei und holt mich ab und so. Zu, zu McDonalds nach Fulda oder wie? Ja, genau, genau, genau. Es gab damals nur eins, das war ganz, ganz neu damals, das McDonalds in Fulda. Hey, komm, wir fahren auf Chicken McNuggets, fahren wir nach Fulda. Einfach ja. gut. Bei McDonalds ist es einfach gut. Ist keine Werbung. Ist jetzt an dieser Stelle eine ja. Retro-Erinnerung, meine Damen und Herren. Ein zeitliches Dokumentationsding, meine Damen und Herren. Ja. Ja, ich hatte aber ja. mir war es übrigens ein Fiat äh, Uno, den ich damals hatte, ein silbergrauer mit äh, bunt karierten Sitzen. Oh, geil. Und einen blauen cool. Wunderbaum, den ich im Auto hatte. Ja. Wunderbaum, auch so ein Ding. In jedem Ding musste ein Wunderbaum, um diesen Gestank der letzten 30 Jahre, die das Auto schon auf dem Buckel hat, einigermaßen zu übertünchen, wurden Wunderbäume in dem Auto verstreut. Wie nur noch, äh, wie heißt der? Honka in äh, goldene, goldene, goldene Handschuhe, Handschuhe. irgendwie. Die er ja, hat auch die ganze Wohnung mit, mit Wunderbäumen und so, ne, ausgelegt, damit es nicht so stinkt seine Leichen, die da liegen. So richtig, ja, wer den Film der goldene Handschuh sieht, der äh, weiß was, du hast ihn gesehen. was du hast Tim, Tim Bolz jetzt meint. Ich habe den Film tatsächlich gesehen. Sag mal was zu, sag mal was zu. Äh, sensationell, also äh, den Film äh, der goldene Handschuh über den äh, Frauenmörder in den 70ern Fritz Honker in Hamburg auf der Reeperbahn. Der goldene Handschuh ist ja so eine legendäre Kneipe, die es dort immer noch gibt auf der Straße Hamburger Berg. Ähm, und dieser Film ist ein skurriler von Fatri Akin, so heißt er ja. Mhm. Mhm. Ähm, der hat ja damals diesen legendären Film Gegen die Wand äh, gemacht Richtig. mit äh, Sibyl Kikili die heute ja. im Tatort eine Kommissarin spielt. Hat er nicht, war das gegen die, war der nicht auch diesen NSU-Film da gemacht? Das kann sein, das kann sein. Und ähm, genau, also in dieser, dieser Film ähm, Der goldene Handschuh, gedreht in einer Kulisse äh, im Hamburger Hafen, haben die komplett den goldenen Handschuh innen, außen nachgebaut, außerdem seine Wohnung, die, wenn man sich Fotos von damals anschaut, wirklich originalgetreu aussieht, wie seine Wohnung, wie die Wohnung des Massenmörders von damals ich habe äh, den film gesehen in einem äh, historischen kino in köln im off-broadway äh, an der zülpicher straße wirklich ein altes äh, altes, altes kino und ähm, äh, ein richtig cooler film für alle die ja so retro lieben wie ich ist natürlich ein, ein ein Horrorfilm gemixt mit Retro Elementen weil zwischendurch sitzt dieser Honker immer wieder in seiner goldenen Handschuhkneipe und dann werden dann Schlager aus den 70ern gespielt und dann gemischt natürlich mit Szenen wo er dann die Frauen schlachtet in seiner Wohnung und ganz aufs übelste. Aber gut, guter Film oder oder ja, also ja, ja, geiler ja. Film oder nur aus Kultgründen jetzt gut? Ähm ich finde ihn geil. Ich finde ihn echt cool. Also, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich den Film anzuschauen. Äh, vor allem, wenn man schon mal im Goldenen Handschuh in Hamburg äh, auf der Reeperbahn am Hamburger Berg gewesen ist, äh, dann ja. auf jeden Fall anschauen. Daumen hoch. Wer auf Schlager steht, wer auf diese Szenerie, auf das Setting der 70er steht, ähm, also die Kostüme, das Setting, die Requisiten, das ist alles Grandios, auf Hamburg, auf den Hamburger Slang, den Schnack. Das Buch ja geschrieben von Heinz Strunk, den du ja auch kennst. Ein, 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 ein toller, ein, ein teilweise auch sehr witziges, witziges witzig umgesetztes Buch. Das, das ist, glaube ich, dieses, dieses, dieses Skurrile daran, auch an dem Buch. Ich habe das Buch gelesen. Nee, habe ich das Buch gelesen, habe ich das Hörbuch gehört. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe das Hörbuch... Heinz gehört, Strung, dieser trockene nee. heinz Strunk humor Du lachst ich dir echt ein gefallen. Ei ab, wenn, du's, wenn, du's, wenn ja, du es... Ja, genau. Wir haben und sehr du viel gelacht. Dich, du ertappst dich immer wieder dabei, dass du lachen musst, obwohl es das so derb äh, eigentlich zur Sache geht. Der Typ ist halt ja. Hardcore-Alkoholiker und äh, das ist eine, eine völlig ähm, zerstörte Persönlichkeit, dieser Typ. Aber irgendwie musst du auch immer wieder lachen. Und das ist so, da bleibt dir das Lachen im wahrsten Sinne des Wortes im Halse stecken, oftmals. Ne? Ja. Also, okay, Filmtipp, Filmtipp nee, sozusagen also der ist, roten Ball. Du hast noch nicht gesehen, ne? Noch nicht. Ich nee, mir, guck an. Ich, musst, ich glaube, ich schaue mir direkt an jetzt. Geh heute Abend direkt rein, such guck, wo ja. er ist. Also du musst ihn sehen eigentlich. Und ähm, war, ja. du lachst ja cool. auch einen Arsch ab. Es wird genau dein Humor sein. Äh, insbesondere vom Setting her, die Musik und äh, diese, die, diese Horrorszenen, man, ich habe auch irgendwer sagte vorher Horror, es ist eher so wie so ein lustiger splatter film weißt du, wo so sehr übertriebene mhm. Szenen drin vorkommen, wo man äh, sich dann auch eher eigentlich kaputt lacht. Und es war, ich war endlich mal ja. wieder im Kino, es gab aber keinen Popcorn. <laughs> Wir haben ja häufig ja, über auch. Popcorn Ja gesprochen. Das, das holst das du dir auch schon so immer. Ja, das habe ich ja. mir tatsächlich einen Tag vorher in einem anderen Kino geholt, wo ich dann aber nichts geguckt habe, nur Popcorn geholt. Ja, das ist so. So mache es. Jetzt beginnt äh, die Fastenzeit. Ja, ich, war, ich war neulich, neulich, ich war neulich mittags mal im Kino. Ich bin in der Stadt gewesen, dachte ich mir, ich gehe mal ins Kino. Und bin um 14 Uhr ins Kino gegangen, ganz spontan links abgebogen in den Kinosaal rein und habe mir hier der Junge muss an die frische Luft angeschaut. Diese. Verfilmung, Wie war das? Die Autobiografie von Harpe Kerkling. Ich äh, dachte erst, ach Gott, ja, äh, wird nicht so der Knaller. Aber ich muss sagen, der, der, der Junge, der Harpe spielt äh, wirklich großartig. Also Ganz toll gespielt von dem Jungen, klasse gemacht. Die Geschichte ist jetzt ja, es ist schon dramatisch, wenn du überlegst, was, was in Harpes Leben alles vorgefallen ist mit dem, mit dem Tod der Mutter und so weiter, die sich äh, anscheinend da selbst umgebracht hat, neben ihm im Bett liegend und so. Also dramatisch auch. Ähm, viele haben auch geweint, viele ältere Damen waren vor allen Dingen im Kino. <laughs> und ähm, war, ich fand, ihn, ich fand ihn gut. ja War jetzt nicht so mit irgendwelchen wahnsinnigen ja, Verläufen jetzt, wo man überrascht wurde oder wo es dann wahnsinnig spannend wurde. Es war halt eher eine Autobiografie, war eine Erzählung, aber das war gut umgesetzt und der Junge hat großartig gespielt. Also kann man sich auch auf jeden Fall auch anschauen. Gab es Popcorn? <laughs> In es auch. gab Popcorn, aber nicht für mich. Vor mir saßen aber zwei schwangere Frauen, die sich beide mit einer mega großen Tüte Popcorn und einen Liter Cola eingedeckt hatten und äh, die Popcorn-Tüte ist nach handgestoppten drei Minuten runtergefallen. Ah. Ja. Und dann äh. über knack, 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 wenn alle Leute drüber gelaufen sind, die in ihre Reihe wollten. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Jetzt beginnt ja die Fastenzeit. Ne? Also hast du schon jemals gefastet? Ja, aber nicht wegen Fastenzeit. Ich ja. habe mal. So gefastet, einfach so, und hab äh, nur Wasser getrunken, ein paar Tage, und dann nur ganz dezent so ein Joghurt oder sowas. Äh, was krass war, war eine krasse Erfahrung, weil deine Geschmacksknospen und die ganzen Sinne so geschärft werden, wenn ich durch die Straße gelaufen bin, an der Bäckerei vorbei, bin ich fast Amok gelaufen. Das war unfassbar. Das war. Das, äh, ich habe auch, hab auch davon gelesen. Äh, es gibt ja so Leute, die so. Jetzt habe ich den Begriff äh, vergessen. Es gibt Leute, die irgendwie alle drei Tage nichts essen. Wie heißt denn das? Mhm. Ich habe den Begriff vergessen. Uh, äh, 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 ist so so noch, nee, das ist so ein neuer so neue Hipster-Trend irgendwie. Aber äh, okay. die machen natürlich auch diese Erfahrung wie du. Ähm, dass man einfach mal wieder, mal wieder runterfährt irgendwie. Und äh, mhm. dass man ja, mal wieder intensiver schmeckt. Und dass der, der Magen-Darm-Bereich sich komplett erholt. Und es ist okay. eben so ein bisschen auch so, dass äh, entgegengesetzte Gefühl zu dem, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich werde hundemüde vom Essen, ist, mhm. man wird komischerweise, je weniger man isst, äh, da kommt wieder Energie hoch. Das ist irre. Es mhm. ist immer nicht entgegengesetzt zu dem, was einem als Kind immer erzählt wurde, du musst essen am Schweinebraten, da bist du richtig groß und stark und kriegst Energie. Nee, gar nicht. Es ist irgendwann hat man dann mit 40 auch begriffen. Äh, wenn du mal drei Tage nichts isst, da gehst du an der Bäckerei vorbei und du läufst amok vor Freude, weil da schmeckt und riecht wieder. Und dann, dann isst mhm. du, dann ist jeder Krümel, den du isst, ist eine Party im Mund und alles sind eingeladen. Das heißt, du willst das jetzt machen? Nee, ich so. will, ich fahre so nee, erstmal nach, nach Thailand. Also da wäre ich ja schön ja. blöd, wenn ich da nichts esse. Ja, aber wenn du mit deinem, äh, sagen wir mal, anfälligen Magen in Thailand isst, das, das wird aber auch ein Spaß. Ich weiß nicht, ob mein Magen jetzt so anfällig ist, aber grundsätzlich äh, scharf ist, muss ich gucken. Muss ich immer so leicht scharf mhm. sagen. Gar nicht scharf. Ja. Wenn ich sage nicht gar scharf, nicht scharf. Nein, nein, nein. Ist das, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich sage nicht scharf, ist es wahrscheinlich scharf, sodass ich es noch ertragen kann, oder? Ist es schon mal ein Teil ja, lang du, gewesen? Ja, ja, schon, schon des Öfteren. Ähm, du musst halt ein bisschen aufhören bei den, bei den Straßenküchen und so die ja immer gelobt werden, die sind auch cool, aber da weißt du halt wirklich nicht, was da in den Pfannen schon in den Tagen und Wochen und Jahren vorher alles drin lag. Ja, aber es gegart dann immerhin. Also ja, es sind sogar Garküchen. Ja, so. klar. Also es wird ja alles abgekocht und es ist eigentlich alles gut und es ist auch sehr lecker teilweise. Roh also, darfst du halt nicht essen. Ja, genau. genau. Einfach. Und vielleicht nicht äh, immer, immer gut in den in, in, in ganzen Ländern, egal wo du bist, wo es ein bisschen kritisch ist vielleicht, habe ich mal gelernt, äh, nie aus Gläsern trinken. Ach. Nicht aus Gläsern trinken, ganz wichtig. Immer Flaschen Warum? geben lassen. Ja, weil die Gläser genauso dreckig sind. Man sagt ja immer, nicht Eiswürfel nehmen, weil das äh, Leitungswasser, aus dem die Eiswürfel gemacht sind, wahrscheinlich auch belastet ist. Deswegen keine Eiswürfel. Aber mit was wäschst du die Gläser aus? Ah ja. M mit dem Leitungswasser. Da haben wir Dass da viele, viele Keime sind und deswegen da viele dann äh, Montezumas Rache Und hm. deswegen am besten immer aus der Flasche. Also, also Thailand geht es ja los. Bist du da irgendwo schon mal gewesen? Thailand, bei mir geht es dann nach Singapur, Makao und Hongkong. Ja, Hongkong war ich auch schon. Sehr gut. Hongkong ist cool. Ja? Ja, 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 krass. Da gibt es den Nachtmarkt. Das, 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 äh, Hongkong ist auch so zweigeteilt. Da ist. Äh, was heißt das? Ja, genau, diese Bucht da eben, glaube ich. Ne? Und ähm, auf der Seite, wo nicht die Hochhäuser sind, sondern auf der anderen Seite, dort ist der Nachtmarkt. Den musst du dir auch anschauen. Mhm. Das wird dir gefallen. Cooles Ding. Ja. Was gibt es da machen. so? Was ist da? Nachtmarkt, ja, auch so essen, trinken, fröhlich sein, aber alles halt nachts. Essen, trinken, fröhlich sein. Das ist wie Karneval in Köln. Ja, <laughs> ja deswegen, will dir gefallen. Ja. Äh, kann man machen. Also, das ist, ist sehr unterhaltsam und allein diese ganzen Menschenmassen und so da zu sehen und die ganzen Gerüche und Stimmen und so. Das, du hast ja neulich dieses Marrakesch-Audio äh, von dem Markt, diese Spur mitgebracht. Das ist ein bisschen anders, nur auf oder ähnlich, nur auf Asiatisch. So, also. Hongkong ist auf jeden Fall spannend, auch die Tempel dort und so. Auch die äh, Skyline, da ist jeden Abend so eine, so eine Lightshow, wo die ganzen Hochhäuser dort irgendwie mitmachen. Es Gibt eine Bar auf der anderen Seite? Ich glaube, wie heißt sie denn? Ich muss mal gucken, kann ich dir nochmal rüberschicken? So eine bekannte Bar, auch so eine Rooftop-Bar. Von dort, von dort aus kann man diese ganze Lightshow auf der anderen Seite wunderbar sehen. Felix, glaube ich. Ich glaube, Felix heißt sie. Ja. Auf jeden Fall. Und für dich geht es auch noch weg, ne? Glaube ich, im April. Im April. So. Im April, Im April geht es wieder aufs Schiff. Äh, Reise Mit einem neuen Programm, mit einem Reisetour. neuen Programm mit meinem lieben Ko Kollegen, der, wie heißt der natürlich? Matze heißt. Äh, Ersetzt du mich? Ja, ich setzt dich praktisch. Du, kann, du kannst nicht so gut Gitarre spielen wie er. Ja, <laughs> Matze, Matze, super Typ, lustiger Typ und ich freue mich tierisch drauf. Ein komplett neues Programm werden wir extra fürs Schiff konzipieren oder haben wir schon konzipiert ja. und werden es dort erstmalig dann spielen. Auf der Mindshift 3 ist das eine Tour von, ich glaub, Dubai, Oman, Ägypten, Jordanien, irgendwo ins Mittelmeer. Dann. Kann man sagen, wie es heißt, das Programm? Oder ist das noch geheim? Ja, das sind, das sind zweigeteilte äh, Abende. Also wir werden es wahrscheinlich sogar irgendwann auch mal an Land spielen, weil es ist einfach zu cool, um es nicht an Land spielen. Nicht, nicht an Land spielen äh, zu lassen. Aber ähm, wir sind noch nicht ganz schlüssig, wie das heißen wird dann an Land. Ah ja. Okay. Ja, also, also an Bord heißt es zweigeteilte Abende. Ja. <laughs> ja, zweigeteilte Nee, an äh, warte mal, was hatten wir denn. Wie hatten wir es denn genannt? Warte mal, ich habe es doch hier irgendwo gehabt. Ich habe da schon fast <laughs> vergessen. Ach genau, das geht so ein bisschen auch da um, um veganes Leben an Bord. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist zart, heißt <laughs> <als> der eine. <laughs> und der zweite Abend heißt, ach, den habe ich hier noch nicht. Ah, ich glaube, irgendwas mit Smoothie, Seegang und Skorput oder sowas. Also geht es auch um Schiffsthemen halt. Wir, so, wir werden viel singen übrigens. Ich werde, ich werde ah, äh, wieder gesanglich einsteigen. Ich dachte mit den Gästen. Auch das, auch das. Bekannte deutsche Schlager umgedichtet auf Kreuzfahrtthemen. Ach, schön. Da könnte man ja, ja. dann auch, äh, man könnte aus dem Motto Arm machen mit den Gästen, entsprechend äh, na der, der Situation der Gäste, kein Entkommen. Ja, 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 genau. Das ist ja, ja. Also wir machen es auch so ein bisschen lustig. Gibt es ja auch immer diese großartigen Ampulorgien. orgien des Liegenreservierens mit den Handtüchern, kennt man ja aus dem Urlaub. Das ist auf dem Schiff genauso auf den großen. Und da singen wir den bekannten deutschen Schlager: Eine neue Liege ist wie ein neues Leben. <laughs> Wer kennt es nicht? Ja, ja, ich, ich freue mich ähm, auf Geschichten von bei dir. Wir werden uns aber zwischendurch dann bei dir nochmal hören. Die nächste rote Bar gibt es natürlich wieder in zwei Wochen, zwar äh, innerhalb meiner Abwesenheit, aber natürlich Oh, äh, genau, Trommelwirbel, ja, da müssen wir noch drauf hinweisen. Haben wir sie schon aufgezeichnet äh, im Vorhinein, nämlich am 21. März eine äh, kleine Zusammenarbeit mit unseren lieben Freunden vom Studio Großstadt Ballett aus Berlin. Ja. So ist es, großartig. Ich freue mich tierisch drauf auf diese, auf diese Folge, bin gespannt, wie sie bei euch ankommt. Ist, glaube ich, definitiv hörenswert. Hört sowieso mal bei den Kollegen auch rein, was die da so zaubern in Berlin. Ja, wir haben es schon vorbereitet für euch, es ist ein, 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 ein Vollweg der guten Laune, eine Doppelfolge mit einem Bonus-Track sozusagen, eine Folge mit einem Bonus-Track am 21. März. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt nach äh, Tee Highland. Highland und äh, wünsche noch ein, eine gurusame Nacht mit Tim Balls. Ja. Ähm, was machst ich du noch heute Nacht? Japanisch. Was fängt jetzt äh, heute Nacht ich bei dir an? Noch, ich, was, was werde ich denn noch machen? Ich weiß noch nicht genau. Ich lasse nicht mal überraschen. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, was schreiben, äh, an ein, zwei Konzepten arbeiten, aber nichts Großes. Alles gut, alles entspannt. Ja. Na denn. Schlaf doch einfach schön. Hol dir noch einen Lavendeltee vielleicht. Lavendelkissen. Lavendelkissen und Lavendeltee, kann ich dir beides wirklich sehr empfehlen, aber oh. du hast ja keine Einschlafprobleme, obwohl vielleicht sind es das Einschlafprobleme, dass du erst morgens um 6 Uhr einschläfst. Ah, wow, kann sein. Ach, kann weißt du, sein. was? Ich gehe ins Kino, ich gucke mir jetzt den Goldenen Handschwan. Das ist eine gute Idee. So ja, machen wir wenn das. Wenn du um die Zeit noch ein Kino findest, kannst du dann mal gucken. Natürlich, kriegen wir hin. Alles klar. <laughs> ich macht er für dich nochmal einen Film an um die Zeit. <laughs> Schlaf schön, gute Nacht. dir viel Spaß in Thailand. Bis dann, ciao. Danke. Tschüss. うん。